Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Scheiße! Gut, für Depp und Depp oder rechts eigentlich noch. Kennt sie diesen Moment, dass man seine eigene Arbeit einfach nicht wegwerfen will und bevor man quasi Stunden seiner wertvollen Zeit kübelt, findet man schon noch irgendeine Verwendung dafür? Ich glaube, der Großmeister dieses Zugangs heißt Charles Band. Der wollte nämlich irgendwann einmal ganz einfach seiner Liebe zu Comics Ausdruck verleihen und da eine Geschichte inszenieren, wo quasi ein technisch versierter Mann von einem bösen Zauberer konfrontiert wird und hat sich gedacht, schauen wir mal, wie das werden, und hat für diese Geschichte ca. 20 Minuten an Filmmaterial gedreht, ohne jetzt wirklich genau zu wissen, wohin ihn diese cineastische Reise führen wird, aber Charles Band dachte sich, das finden wir auf den Weg schon raus. Am Ende des Tages dachte er sich, gut, der Weg führt quasi direkt in die Klärgrube, aber deswegen hat er dieses Projekt quasi wieder aufgegeben, aber doch nicht ganz eingestampft. Irgendwie ist es doch schade um diese 20 Minuten gedrehtes Filmmaterial, insbesondere, weil er ja mit der Leistung seiner Hauptdarsteller extrem zufrieden war, nur halt, dass das Konzept einfach nicht so ganz gezündet hat und vor allem er nicht gewusst hat, wie er das Ganze jetzt dann auf Spielfilmlänge bringen hätte können. Aber er wusste, er behält sich die Szenen zur Sicherheit einmal, nur um dann später eigentlich eine Idee zu bekommen. Was, wenn man diesen gedrehten Teil quasi nicht als die gesamte Geschichte nimmt, sondern einfach nur als eine Geschichte und daraus einen Anthologiefilm, eine Zusammenstellung von Kurzgeschichten macht, weil man kann ja mehr oder weniger diesen Hauptcharakter, den man in dieser einen Geschichte gegen diesen bösen Zauberer antreten hat lassen, einfach in anderen Geschichten gegen andere Fieslinge antreten lassen, Zombies, Dämonen, da kann man ja kreativ sein, vor allem, weil dieser Zugang für Charles Band einen weiteren netten Nebeneffekt gebracht hat. Man hat quasi keinen Produktionsplan, man hat keinen Zeitdruck, man muss diesen Film jetzt nicht zwangsläufig irgendwie fertig bekommen. Man kann quasi diese einzelnen Segmente und Kurzgeschichten immer einfach dann drehen, wenn man gerade die Zeit beziehungsweise das Geld dazu hat. Perfekt für quasi einen Pfennigfuchser wie Charles Band, daraus dann auch noch Profit schlagen zu können. Und tatsächlich war das genau die Art, wie dann später The Dungeon Master gedreht wurde. Wobei, The Dungeon Master hieß der Film zu dem damaligen Zeitpunkt nicht, als man dann irgendwann einmal sich dachte, jo, passt, 78 Minuten. Das reicht für diesen Film. Gut, ein wirkliches Ende haben wir auch nicht, aber wurscht, wir können das veröffentlichen unter dem großartigen Titel Rage War, The Challenges of Excalibrate. Quasi nach dem Computer benannt, wobei es ein bisschen an Excalibur erinnert, aber vielleicht eh auch so ein kleines bisschen in ähnlichen Gefilden angesiedelt war. Aber dieser Titel kam irgendwie bei den Vertrieben nicht besonders gut an, weswegen Charles Band kreativ werden musste und sich einen anderen Titel einfallen hat lassen. Wie wär's mit The Digital Knight? Dazu hat er sogar ein Vertriebsposter anfertigen lassen, weil Charles Band ja auch teilweise dafür bekannt war, Filme alleine nur aufgrund ihrer Poster und aufgrund ihrer Titel bereits international zu verkaufen und erst dann, wenn ein Film auf diese Art und Weise genügend Kohle in die Kassen gespielt hat, hätte er sich überhaupt einmal dran gemacht, das Drehbuch in Auftrag zu geben und den Film überhaupt zu inszenieren. Aber auch bei Digital Knights war das Interesse, sagen wir mal, enden wollen. Deswegen musste Charles Band noch einmal kreativ werden und hat wahrscheinlich durch Zufall entdeckt, warte mal, Dungeons and Dragons ist momentan gerade bekannt. Gut, wir haben jetzt nicht wahnsinnig viele Dungeons in dem Film und schon gar keine Dragons. Also nehmen wir uns einfach nur das eine Wort. Deswegen kam der Film dann zu seinem Titel Dungeon Master, was übrigens dazu geführt hat, dass die amerikanische Presse teilweise sogar bei den Plakaten und Werbungen für den Film noch einen extra Hinweis eingefügt hat, dass dieser Film rein gar nichts mit dem beliebten Brettspiel zu tun hat. Damit ist interessant, dass man sich für ein Segment von diesem Film quasi auch einfach ein Musikvideo ausgedacht hat für die damals bekannte
Heavy-Metal-Gruppe WASP, wobei in dem Fall eben interessant ist, weil ja quasi der böse Dämon Mesterma quasi diesen Rocksong, den sie schreibt, erzeugt haben soll. Was natürlich eine ganz nette Antwort auf die damalige Satanic Panic war, die besagt hat, dass man ja, also dass die Heavy-Metal-Musik ja sowieso das Werk des Teufels ist. Dabei ist übrigens interessant, dass der WASP-Song Tormentor dann tatsächlich im Jahr 1986 auch noch einmal verwendet wurde, nämlich in dem Film Terror Vision, der von Ted Nicolau inszeniert wurde, der ja auch bei The Dungeon Master mitgemacht hat. Dabei ist interessant, dass es im Desert Pursuit Segment einige Autos gibt, die Charles Band bereits früher in seinem Film Metal Storm, die Vernichtung des Jared Sin, eingesetzt hat, die quasi lediglich neu angemalt wurden. Aber was ich besonders spannend finde, ist, dass The Dungeon Master auf der einen Seite wahrscheinlich dadurch ein zweites Leben bekommen hat, dass es in dem Film ein Zitat gibt, das Berühmtheit erlangt hat, nämlich die Dialogzeile I reject your reality and substitute my own, auf Deutsch quasi übersetzt mit ich lehne deine Realität ab und ersetze sie durch meine eigene, wurde dann später in der Serie Mythbusters immer wieder als Standardspruch von Adam Savage verwendet, was definitiv kein Zufall ist. Dungeon Master, sagen wir mal, hatte einen verhaltenen Erfolg. Später hatte Charles Band sogar den Plan, die Geschichte etwas fortzusetzen, und das im Rahmen von einem weiteren Episodenfilm namens Pulse Pounders zu machen. Der hätte ein Anthologiefilm bestehend aus drei verschiedenen Teilen sein sollen, nämlich erstens eine weitere Fortsetzung von Trancers, zweitens eine Verfilmung von Lovecrafts The Evil Clergyman mit Jeffrey Combs in der Hauptrolle und drittens eben Dungeon Master 2, A Sorcerer's Return mit den Hauptdarstellern noch einmal eben aus Dungeon Master. Blöderweise war der Dreh für diesen Episodenfilm allerdings genau zu der Zeit angesetzt gewesen, als es mit Empire Pictures bergab ging und deswegen wurde dieses Filmprojekt niemals fertiggestellt, wobei anscheinend einzelne Segmente und Teile auch schon abgedreht gewesen wären. Aber Full Moon Entertainment, der Nachfolger, eben hat sich dann später nur direkt auf den Videomarkt konzentriert und da hat ja dann Charles Band ebenfalls ein bisschen gezeigt, wie er Pfennig fuchsend recyceln kann, weil er einige von diesen Full Moon Entertainment Filmen ja dann auch mehr oder weniger Cut and Paste Basteleien aus bevor veröffentlichten Filmen war, das übrigens, um gleich einmal noch einmal drauf zurückzukommen, ja auch ein Ding ist, was Ted Nicolau relativ gut kannte. Der hat ja als Cutter mehr oder weniger seine Karriere im Jahr 1979 für den Film Tourist Trap begonnen, hat dann später Invasion aus dem Weltall, Night Warning, Roar und so weiter gedreht, bevor er dann bei Herrscher der Hölle das allererste Mal selbst Regie geführt hat, dann im Jahr darauf der Cut-and-Paste-Streifen Savage Island beziehungsweise dann eben Terror Vision, wo man quasi schon relativ gut sieht, wie er seine Cut-and-Paste-Roots zwar nicht ganz so aufdringlich wie Godfrey Ho, aber trotzdem gut gestartet hat. Geschnitten hat er ja später dann auch noch Filme wie Ghoulies, Trancers, Zone Troopers und so weiter und so fort. Aber das Projekt The Dungeon Master war ja eben deswegen interessant, weil federführend natürlich Charles Band fungiert hat, wobei ich glaube, über diese Produktionslegende an dieser Stelle nicht weiter was sagen zu müssen, aber neben ihm und Ted Nicolau war es eben beispielsweise auch David Allen, die an der Produktion von Herrscher der Hölle, aka Dungeon Master, mitgewirkt hat. Dabei war David Allen eben beispielsweise in erster Linie ein Special Effects Wizard, der bei circa 50 Filmproduktionen an den Effekten gearbeitet hat, dessen Karriere begonnen hat mit Dingen wie Harry und der Zauberring, Flash Gordon, der Gute mit dem E, Laser Kill, der Todesstrahlen aus dem All, Invasion aus dem Weltall. Er hat auch die Stop-Motion-Animation gemacht für The Howling, das Tier, für andere Filme wie Caveman, Begierde, Heimliche Schattenlichter, dann Nachherrscher der Hölle, noch Dinge wie Trancers, Stuff, ein tödlicher Leckerbissen, Dolls, Ghoulies 2, Willow, und so weiter und sogar Puppet Master war er dann noch mit dabei. Aber als Regisseur hat er interessanterweise nur 5 verschiedene Projekte in der IMDb, darunter sogar nur 3 Spielfilme, nämlich ein Segment von The Dungeon Master, dann Puppet Master 2 beziehungsweise The Prime Evils. Ein weiteres Segment von dem Film wurde gedreht von dem großartigen John Carl Büchler, der ebenfalls als Special Effects Wizard und Maskeneffekttechniker natürlich an vielen Projekten, unter anderem auch Reanimator und From Beyond mitgearbeitet
gearbeitet hatte, allerdings ebenfalls bei Herrscher der Hölle das allererste Mal Regie-Luft geschnuppert hat, um dann später Dinge wie Troll, Underground, Werewolf, Ghoulies 3 oder Freitag der 13. Teil 7 Jason im Blutrausch gedreht hat. Außerdem wurde der Film teilweise von Michael Karp inszeniert, der ebenfalls lustigerweise ausschließlich bei Herrscher der Hölle jemals Regie geführt hat, der allerdings auch mit über 100 Projekten in der IMDb bekannt ist für visuelle Effekte. So hat er gearbeitet an The Hunger Games, an X-Men, an Das fünfte Element, an Robocop, war zuletzt dann auch noch bei Dingen wie The Adam Project, Moonfall, Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Jungle Cruise, Jumanji, Es lebt, Zombieland, Man in Black International, Godzilla 2, Dumbo, Aquaman, beispielsweise eben beim Match Move, also quasi beim Anpassen der Bewegungen von den digitalen Effekten. Aber auch Peter Manoogian hat als Regisseur bei dem Film mitgewirkt für das Cave Beast Segment. Er ist als Regisseur ebenfalls jemand, der dann später mit Filmen wie The Destroyers, Arena nur einmal überlebt, Demonic Toys oder Terror House in Erscheinung getreten ist, aber in erster Linie auch mehr kleinere Jobs übernommen hat, wie die Produktionsleitung von The Howling. Außerdem haben wir zusätzliche Drehbucharbeit von Alan J. Adler, der beispielsweise auch bei Metal Storm gearbeitet hat, der aber auch den Killer-Parasiten im Jahr 1982 geschrieben hat oder den Film The Alchemist. Dabei sehen wir in den Hauptrollen dadurch natürlich auch die meisten Charaktere, immer nur für sehr kurze Zeit, beziehungsweise viele davon natürlich eben auch in Kostümen oder mit Masken, wobei ich trotzdem sehr fasziniert davon war, wie viele von den Darstellern aus dem Cast von The Dungeon Master wir bereits in anderen Rollen und Funktionen bereits gesehen haben. Richard Moll ist so ein Beispiel, dass wir, den wir kennen als Hellhouse Ghost in Scary Movie 2, aber Big Ben in House, das Horrorhaus, ein Dementor, bei Versprochen ist Versprochen mit Arnold Schwarzenegger, ist in fast 180 Projekten aufgetaucht, wie als Horn in Sidekicks oder auch als Nostradamus Bull Shannon in 193 Folgen der Serie Harrys wundersames Strafgericht. Dazu sehen wir Leslie Wing, die beispielsweise als Mrs. Waterhouse in The Frighteners aufgetreten ist, oder dann zig Jahre später, warum auch immer, die Kinoleinwand wieder besucht hat in der Rolle der Mrs. Bolton im High School Musical Universum. Wir sehen R.J. Miller, der beispielsweise in Die Besucher aufgetaucht ist, beziehungsweise auch als Mr. Morrison in Gesucht, Tod oder Lebendig. Wir sehen Don Moss, den man beispielsweise auch gesehen hat als Taxifahrer in dem Charles Bronson Klassiker Death Wish 2, der allerdings auch in St. Elmo's Fire als Maitre D' aufgetaucht ist. Aber ganz besonders faszinierend finde ich den Auftritt in diesem Film von Peter Kent, der nämlich auch bei diesem Film das allererste Mal vor der Kamera gestanden ist, um dann ein Jahr später als Melvin the Reanimated, der Kerl, der von Jeffrey Combs mit der Knochensäge durchsägt wird, aufzutauchen. Aber um dann später eine Rolle als Stuntman zu übernehmen, nämlich für keinen geringeren als Arnold Schwarzenegger. Wenn Arnie in Filmen wie Terminator, Phantomkommando, der City High, Predator, Running Man, Red Heat, Twins, Total Recall, Kindergarten Cop, Terminator 2, Last Action Hero, True Lies, Eraser oder auch Versprochen ist Versprochen irgendwelche waghalsigen Dinge machen hat müssen, dann war das Peter Kent, den wir in erster Linie oder das allererste Mal gesehen haben als Zombie im Demons of the Dead Segment von The Dungeon Master. Dazu sehen wir Phil von der Caro, dem wir quasi den ganzen Scheiß zu verdanken haben, der in dem Geschichten aus der Gruft-Spielfilm Bordello of Blood passiert, weil er am Anfang in der Rolle des Vincent Prava Lilith zum Leben erweckt hat. Er war allerdings auch beispielsweise als Von Carr in Willow zu sehen, als Greaser Greg in Garbage Pail Kids. Auch ein Film, den ich irgendwann einmal sehen werde müssen. Beziehungsweise war er einer der Ewoks in Star Wars Episode 6. Aber ganz besonders spannend fand ich, dass Felix Siller nicht nur auch ein Ewok im Star Wars Universum war, sondern auch als Dink in der Star Wars Parodie Spaceballs von Mel Brooks mitgespielt hat. Außerdem noch als Stuntman bei E.T. beziehungsweise auf der Suche nach dem goldenen Kind aufgetaucht ist. Die Musik
von Dungeon Master stammt natürlich auf der einen Seite von Richard Band, der auch die Musik von Dingen wie From Beyond oder Reanimate oder 7000 anderen Produktionen der Familie Band gemacht hat, aber auch von Shirley Walker, die beispielsweise die Musik von über 60 Produktionen gemacht hat, von Jagd auf einen Unsichtbaren in den 90er Jahren hin bis zu Final Destination 1, 2 und 3, beziehungsweise Black Christmas, die allerdings auch in der Musikabteilung mit dabei war, bei Produktionen wie Darkman, True Lies, Dick Tracy oder auch Flucht aus L.A. Die Kamera wurde bei Dungeon Master auch wieder von Mac Arlberg geführt, den wir natürlich ebenfalls aus dem Charles Band-Universum wahnsinnig gut kennen, der zum Beispiel eben auch schon für Metal Storm, für Ghoulies, für Swordkill, für Trancers, für Reanimators, Zone Troopers, House Destroyers, From Beyond Dolls, House 2, Prison, Ghost Town, Arena und so weiter die Musik, die Kamera geführt hat, beziehungsweise eben auch bei Robot Jocks, der von Wicked Vision im Mediabook veröffentlicht wurde, die Kamera geführt. Außerdem für Bloody Marie, mein Freund, der Zombie, Tödliche Nähe, Beverly Hills Cop 3, Good Burger und Evil Bong, beziehungsweise dann lustigerweise eine 2012er Verfilmung von The Evil Clergyman unter der Regie von Charles Band, allerdings auch mit Jeffrey Combs. Da hat man dann ganz offensichtlich das damals erstellte Konzept irgendwie wieder umsetzen können, siehe die Pulse Pounders Geschichte. Dungeon Master ist auf jeden Fall ein ganz besonders faszinierendes Stück Film, weil er natürlich genauso fragmentiert wirkt letzten Endes, wie der Film auch gedreht wurde. Das allerdings eben finde ich gerade diese schöne, trashige Empire-Charles-Band-Atmosphäre bei diesem Film ganz besonders wild rüberkommt. Insbesondere merkt man dem Film auch noch recht deutlich an, welche Probleme der Film eben nicht nur bei seinen Dreharbeiten hatte, sondern dann auch letzten Endes bei seinen Veröffentlichungen, weswegen es ja insgesamt 3 verschiedene Fassungen von dem Film gibt. Auf der einen Seite gibt es eine sogenannte Pre-Release-Fassung, die vereinzelte Sekunden an Bildmaterial, kann man sagen, eben beispielsweise von der nackten Frau am Anfang des Films, beziehungsweise wo eben Paul, unser Hauptcharakter, einzelne Leute verfolgt, enthält, wobei teilweise auch Überblendungen anders sind. Man merkt auch teilweise, dass die Überblend- und digitalen Effekte scheinbar noch nicht ganz fertig waren und man hier in der Pre-Release-Fassung den ein oder anderen Effekt noch vergessen hatte. Das ist in der internationalen Fassung dann korrigiert worden, wobei als dritte Fassung gibt es auch noch die amerikanische Fassung, bei der der komplette Prolog, in der Paul aufwacht und dann ein bisschen spazieren geht und eine nackte Frau trifft und mit der schnackselt. Eine Sequenz, die total wichtig ist für den Verlauf des Films, die aber natürlich für die amerikanischen Zensoren sicherlich zu viel des Guten war, weswegen man diese Fassung dann noch um weitere 4 Minuten gekürzt hat, weswegen die amerikanische Kinofassung des Films dann überhaupt nur mehr 73 Minuten gelaufen ist und eben dann unter dem Titel The Dungeon Master veröffentlicht wurde, wohingegen die Pre-Release bzw. auch die internationale Fassung noch den Titel Rage War trugen. Interessanterweise gibt es auch bei der deutschen Videokassette eben bei diesen Verfolgungssequenzen einzelne Einbußen, sodass diese dann ein bisschen mehr in Richtung der internationalen Fassung geht, beziehungsweise gibt es auch interessanterweise eine anders eingefärbte Sequenz, wobei da die Farbgebung der deutschen Videokassette korrekt ist und die der Pre-Release-Fassung offensichtlich ebenfalls nicht an den Rest der Sequenz angepasst wurde. Aber eines ist auf jeden Fall klar, diese Unterschiede eigentlich in erster Linie zwischen der alten deutschen VHS-Kassette, der internationalen Fassung und der Pre-Release-Fassung sind nahezu vernachlässigbar, weswegen es aber auf jeden Fall trotzdem eine nette Sache ist, dass wir auf der neuen deutschen Blu-Ray-Veröffentlichung von Wicked Vision eben auf die 3 offiziellen Fassungen von diesem Film, Pre-Release, International und US-Kinofassung, zurückgreifen können. Dieses Triple Pack quasi im Mediabook ist am 23. August 2024 veröffentlicht worden und das in gleich 3 verschiedenen Mediabooks mit komplett unterschiedlichen, aber komplett wunderschönen Cover Artworks. Und die werden wir uns jetzt dann gleich noch einmal im Detail anschauen, denn Wicked Vision hat mir für dieses Video dankenswerterweise ein Rezensionsmuster von allen 3 Coverversionen zur Verfügung gestellt und deswegen freue ich mich darauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check einen genaueren Blick auf Charles Bands absolutes Wahnsinnsprojekt The Dungeon Master, aka
Rage War zu werfen. Wie bereits erwähnt, veröffentlicht Wicked Vision den Film Dungeon Master in drei verschiedenen Cover Artworks im Mediabook, wobei auf der linken Seite mit dem alten deutschen Videotitel Herrscher der Hölle das, unter großen Anführungszeichen, alte deutsche VHS-Cover zu sehen ist und dann mit dem Dungeon Master Titel 2 von Chris Barnes bzw. Ralph Krause neu und exklusiv für diesen Release angefertigte gezeichnete Cover liegen. Aber beginnen möchte ich mit der Detailbeschau der Cover Artworks natürlich auf der linken Seite mit dem Cover A, weil das, finde ich, auch eine ganz besonders interessante Geschichte erzählt. Wir haben ja am Anfang von dem Video bereits darüber gesprochen, dass Charles Band gerne alleine mit Titeln und Postern Filme verkauft und dass das bei seinem ursprünglichen Konzept von The Dungeon Master nicht funktioniert hat, weswegen der Titel dann eben von Rage War in Dungeon Master geändert wurde und für den amerikanischen Haupteinsatz auch ein alternatives Motiv erstellt wird, wo man quasi den Kopf des tatsächlichen Spieleleiters in dem Fall relativ deutlich dargestellt hat und er in seinen Händen in Richtung des Betrachters ein riesiges rotes Spielfeld, ein richtiges Grid setzt, wo dann die anderen Charakteren quasi wie kleine Spielfiguren drauf sind, um eben diese gewollten Dungeons & Dragons Anspielungen noch wesentlich deutlicher zu machen. Aber das, was hier jetzt auf dem Mediabook verwendet wird, ist dankenswerterweise nicht das zugegebenermaßen auch nicht sonderlich spannende US-Originalplakat, sondern das Motiv, das dann beispielsweise auch unter dem Dungeon Master Slogan als amerikanische VHS-Kassette verwendet wurde, beziehungsweise eben auch für den internationalen Videoeinsatz verwendet wurde, wobei hierbei die deutsche Videofassung auch, ich sag mal, dieses Motiv verwendet hat, wobei dieses vor allem aufgrund der Helligkeit und der Farbintensität ganz anders ausgefallen ist. Außerdem war das Motiv noch spiegelverkehrt, der Titel war oberhalb von dem, beziehungsweise eigentlich im Gesicht von diesem großen Dämon zu sehen. Natürlich wurden die Blutspuren auf seinem Gesicht bzw. seiner Brust retuschiert und außerdem war die Dame nicht mehr in dieser Bubble hier gefangen, was hier auf dem Originalmotiv noch zu sehen ist. Aber so wie das Cover Artwork jetzt hier präsentiert wird, so ist es beispielsweise in Amerika zum Einsatz gekommen, beziehungsweise zum Beispiel über Vestron International auch in den nordeuropäischen Markt gekommen, Finnland zum Beispiel. Aber schauen wir jetzt einmal genau darauf, was wir hier von Wicked Vision präsentiert bekommen. Auf der einen Seite einen großen Titelschriftzug, der allerdings, finde ich, gerade deswegen auch das Recht hat, in dieser Größe zu sein, weil dieser Schriftzug einfach genial aussieht. Vor allem diese brennende Ästhetik von dem Wort Hölle finde ich in dem Fall absolut genial, beziehungsweise eben auch die Tatsache, dass Wicked Vision diesen Schriftzug mit partiellem Spotlack veredelt hat. Außerdem muss man bei diesem Cover Artwork ja auch noch einmal anmerken, dass es sich hier um das Original oder um ein Originalmotiv von diesem Film aus dem Jahr 1984 handelt und dass dieses Motiv damit 40 Jahre auf den Buckel hat und dafür in meinen Augen absolut grenzgenial aussieht. Man sieht nämlich, auch wenn der Hintergrund grundsätzlich etwas dunkler gehalten ist, um eben quasi diesen rockigen Heavy-Metal-Dämon auch etwas im Verborgenen zu halten, dass die Durchzeichnung von diesem Motiv einfach nur absolut großartig ist und dass eben aber dadurch wunderschön auch der Fokus auf die Charaktere im Vordergrund gelenkt wird, dass man hier eine tolle Durchzeichnung hat, wie man eben beispielsweise vor allem bei den Haaren oder der Kleidung oder diesen metallischen Applikationen von unserem Hauptdarsteller sieht, dass dann natürlich eben dieser Lichtstrahl, der die beiden Kontrahenten hier verbindet miteinander, wunderschön grell und hell dargestellt wird. Und dieses Motiv, finde ich, eine absolut grenzgeniale visuelle Abwechslung liefert. Und außerdem, dieses Motiv hier, finde ich, auch wunderschön auf diese Coverfläche verteilt und hier eine großartig angepasste Alternative bietet. Wir können gleich einmal den Vergleich wagen mit dem Cover-Aufleger, der natürlich in dem Fall aufgrund der Größe des Titelschriftzugs massiv verschoben werden musste. Da bekommen wir oben den Hinweis auf die Limited Collectors Edition Nummer 78. Der Titelschriftzug kleiner und weiter oben, aber finde ich hier auch ganz gut platziert, beziehungsweise dann noch die Hinweise auf die FSK-Freigabe beziehungsweise weitere Spezifikationen zu diesem Release. Wechseln wir an dieser Stelle dann einmal in die Mitte zu dem Cover B. Das ist in meinen Augen auch ein absolutes Meisterwerk, in dem Fall wieder gezeichnet von Chris Barnes, der eben auch bereits bei Robot Jocks für Wicked Vision tätig war und der es, finde ich, bei diesem Film noch ganz besonders schafft, diese wundervolle Ästhetik von dem Film einzufangen, nämlich eben quasi für sein
Wraparound-Cover hier einzelne Elemente von den verschiedenen Episoden von diesem Film herzunehmen und diese dementsprechend toll und präsent darzustellen. Dabei vereinen sich die meisten Charaktere hier auf dem Frontcover, das allerdings trotzdem sehr schön angeht, aber nicht überfüllt wirkt. Dazu bekommen wir dann natürlich eben den weiteren Ausläufer über den Spine, dankenswerterweise auch bei diesem Wraparound-Cover, den Filmtitel auf den Spine, was für mich eine absolut unerlässliche Notwendigkeit ist, und dann den weiteren Ausläufer auf dem Backcover von diesem Motiv, wobei Wicked Vision hier, finde ich, auch noch einmal genial eine Tagline zu diesem Film einfach nur mit Spotlight auf dieses Backcover geschrieben hat, sodass man ähnlich wie eben beispielsweise auch bei ihrer Black Cinema Collection hier nur dann den Text lesen kann, wenn man das Motiv eben entsprechend gegen das Licht hält und bewegt. Das ist, finde ich, ein absolut genialer Einfall. Genauso wie ich in diesem Fall wirklich den Zeichenstil von Chris Barnes auch absolut erfrischend finde. Die Art, wie die Charaktere angeordnet sind und sich hier wirklich einzelne Elemente von nahezu sämtlichen Elementen des Films vereinen. Das ist absolut wunderschön. Dazu vielleicht an der Stelle gleich einmal der Wechsel zu dem Cover C. Das ist natürlich ein Stil, den wir hier im deutschsprachigen Raum ganz besonders gut kennen, nämlich eben der von Ralph Krause. Der allerdings, finde ich, auch bei diesem Artwork für Wicked Vision wieder etwas tiefer in seine Trickkiste gegriffen hat und zum Beispiel mehr Designelemente hier vereint hat, die Elemente grundsätzlich etwas kleiner gemacht hat, sodass diese eben nicht irgendwie unangenehm flächig erscheinen, sondern, finde ich, obwohl dieses Motiv sich eigentlich sehr stark nur auf die Brauntöne und Schattierungen verhaftet, hier trotzdem nicht langweilig ist und ebenfalls ein sehr schönes Arrangement von diesen getraceden Elementen aus dem Film liefert. Auch hier natürlich wie bei den anderen Cover-Artworks der Titelschriftzug mit partiellem Spotlight veredelt. Und hier können wir natürlich ebenfalls einen Blick auf die Coverkarte werfen, wo der Titelschriftzug dann komplett nach oben gewandert ist und dann der Kasten mit den verschiedenen Informationen zu diesem Release hier ebenfalls noch eingebaut wurde. Aber jetzt wird es einmal an der Zeit, über die drei Spines zu schauen, die in meinen Augen ebenfalls absolut hervorragend ausgefallen sind, weil sie natürlich in jedem Fall dieses Cover, den Titelschriftzug vom Cover-Artwork übernehmen, und dann landen wir auf dem Backcover. Da gibt es natürlich bei den Covern A und C quasi die genau gleiche Backcover-Gestaltung. Der einzige Unterschied ist dann natürlich hier bei der farblichen Aufbereitung zu sehen, weil eben das Cover A grundsätzlich die lila Töne verwendet und das Cover C mehr die Orangentöne. Ansonsten bekommen wir hier aber natürlich denselben Text mit der Inhaltsangabe zum Film, ein paar weiteren Informationen, natürlich bei einem Film wie The Dungeon Master, der alleine von 8 Regisseuren inszeniert wurde, ein fetter Cast and Crew Block, die technischen Details und dann die Informationen rund ums Bonusmaterial. Und da hat Wicked Vision quasi wieder den eigenen Label-Grundsatz bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter genommen, denn auf der einen Seite bekommen wir in diesem Bonusmaterial, die kompletten Specials der alten amerikanischen Blu-ray von Shout Factory aus dem Jahr 2015. Dabei handelt es sich um ein 30 Minuten langes Interview mit dem Regisseur Peter Manoogian, beziehungsweise dann auch noch das komplette Bonusmaterial von Arrow Video von der Neuauflage aus dem Jahr 2023, glaube ich, was. Da wurde beispielsweise ein exklusiver neuer Audiokommentar mit Jeffrey Byron angefertigt, wobei in diesem Fall auch Matty Budrowitz und Dave Wayne, die quasi Empire Pictures Fans sind, kann man sagen, zusammengespannt, wobei meiner Meinung nach auch dieser Audio-Kommentar-Track relativ interessant ausgefallen ist, und obwohl da bei Arrow Video zum Beispiel eine Warnung über die Tonqualität gekommen ist, fand ich den auch wirklich nicht unangenehm zu hören. Genauso gibt's natürlich unter der klassischen Schlagzeile I reject your reality and substitute my own ein weiteres Interview mit Jeffrey Byron. Auch diese beiden Specials haben es jetzt natürlich mit auf die deutsche Blu-ray von Wicked Vision geschafft, wobei Wicked in diesem Fall noch sowohl die Dungeon Master und Rage War Trailer mit dabei hat, eine umfangreiche Slideshow. Es versteckt sich übrigens auch ein umfangreiches 35 Minuten langes Easter Egg auf der Blu-ray, zwinker, zwinker, beziehungsweise ein Audiokommentar, der von Dr. Kai Naumann und Laura Oman-Sieg eingesprochen wurde, exklusiv für diesen Release von Wicked Vision. Demnach gibt es hier nicht nur das komplette Bonusmaterial beider alten, bekannten amerikanischen Blu-rays, sondern auch noch neu produziert
Specials, ganz besonders natürlich der hauseigene Audiokommentar in deutscher Sprache mit wahnsinnig viel Hintergrundinformationen und einer Menge an Liebe auch, muss man sagen, für die ganzen Empire-Produktionen und Dungeon Master im Speziellen. Das ist was sehr angenehm zu hörendes, aber auch was wirklich Informatives, wirklich Leidenschaftliches und wirklich, wirklich Interessantes. Dazu vielleicht jetzt dann noch einmal ein kurzer Blick auf das Backcover vom Cover B. Das ist ja quasi auf dem Mediabook nicht gibt, dankenswerterweise, weil hier das Wraparound-Cover ist, aber wie eben bei den anderen Motiven, das Frontcover wurde hier das Backcover mit einfoliert und das zeigt auf der einen Seite denselben Hintergrund, den wir auch auf dem Mediabook an sich haben, legt da dann allerdings im passenden Design die Texte bzw. anderen Elemente drauf und sieht in meinen Augen auch absolut großartig aus. Aber damit wird es einmal an der Zeit, einen Blick ins Innere von diesen Mediabooks zu werfen. Da sind übrigens alle drei Mediabooks absolut identisch ausgefallen und demnach ist es vielleicht auch sehr passend, dass Wicked Vision eben jenes andere amerikanische Originalmotiv, über das wir vorher bereits gesprochen haben, hier ins Innere von den Mediabook geholt hat und zum Frontcover vom Book gemacht hat, diese wunderschöne Game Master Cover-Ästhetik mit seinem fiesen Blick, beziehungsweise dann diesem Spielbrett und den Figuren drauf. Das ist natürlich auch ein absolut geniales Motiv und demnach sicherlich als eines der wichtigen Originalmotive zu dem Film eines, das es sich verdient hat, auf allen drei, in allen drei Mediabooks in welcher Form auch immer vorzukommen. Dazu gibt's dann hier quasi ein Element im Farbstil vom Cover B, nämlich quasi von dessen Backcover-Teil auf der Blu-ray auf der linken Seite und dann auf der DVD auf der rechten Seite gibt es das neu gezeichnete Cover-Artwork von Ralf Krause. Dazu gibt es dann natürlich hier ein wundervolles, durchgehendes Innendesign mit zwei von den großartigen Monster-Designs aus dem Film, die hier trotzdem ein bisschen quasi obskurisiert sind, weil sie im relativ dunklen, bläulichen Licht sind, aber trotzdem kann man hier, finde ich, genug von den Masken und von diesen verschiedenen Elementen erkennen, dass man es einfach nur geil findet. Außerdem eine Szene aus diesem WASP-Segment auf dem Backcover vom Booklet und damit können wir uns tatsächlich auch um den Inhalt des Booklets kümmern. Das misst nämlich auch bei Dungeon Master wieder 24 Seiten und wurde von keinem geringeren als Christoph Kellerbach verfasst, der auch hier ganz besonders viel Liebe offensichtlich für dieses Dungeon Master Projekt aufbringt, der nämlich hier auf der einen Seite ein bisschen was über die Backstory erzählt, dann aber tatsächlich auch wirklich ins Detail geht und für jeden einzelnen hier zusammengestellten Kurzfilm ein paar interessante Informationen gibt. Übrigens, da habe ich ein Detail am Anfang von dem Video vergessen. Ja, die schnitttechnischen Unterschiede zwischen der internationalen Fassung und dieser Re-Release-Fassung sind relativ knapp, wenn man nur die fehlenden Sequenzen betrifft, aber der größte Unterschied ist ja tatsächlich, dass die Kurzfilme und die Teile von diesem Anthologiefilm in unterschiedlicher Reihenfolge teilweise sind. Das wollte ich noch ergänzen. Außerdem bekommen wir eben dann noch ein paar Informationen zu geplanten Fortsetzungen, zu sonstigen Details. Auch hier wieder ein absolut großartiges und unbedingt lesbares, lesenswertes Booklet von Christoph Kellerbach, beziehungsweise wie von Wicked Vision gewohnt, finde ich hier drei großartig verarbeitete, haptisch, aber vor allem auch optisch, einfach nur grenzgeniale Mediabooks, die mir persönlich allesamt wirklich wahnsinnig gut gefallen. Aber apropos wahnsinnig gut gefallen, das bringt uns natürlich bei einer billigen Filmproduktion aus dem Jahr 1984 zu vielleicht ganz anderen Problemen. Wie sieht es denn aus mit der technischen Präsentation des Films, mit der Bildqualität? Da könnte ja womöglich die etwas komplexere Produktionsgeschichte von dem Film auch noch ein bisschen mitspielen. Wer weiß, wir werden es sehen. Ich habe meine Spielfiguren platziert auf dem digitalen Spielbrett der Screenshot-Galerie. Und möchte euch entführen in eine Welt, ich höre ja eh schon auf. Wie üblich habe ich die Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow allesamt selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet, aber ich musste die Bilder natürlich trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann.
Und auf der einen Seite ist die damalige Produktionsgeschichte des Films und vor allem das Vorhandensein von drei verschiedenen Schnittfassungen tatsächlich etwas, das sich hier auf die Bildqualität niederschlägt. Wobei man an der Stelle noch ein paar Informationen vielleicht zu den amerikanischen Releases des Films geben muss, wobei mir leider die alte Shout Factory-Fassung von dem Film nicht vorliegt und ich deswegen keinen direkten Vergleich selbst ziehen kann. Aber laut Aussagen meiner amerikanischen Review-Kollegen und Screenshots, die aufzufinden sind, ist eindeutig zu erkennen, dass damals die Shout Factory Blu-ray auf der einen Seite im falschen Bildformat war und nur in 1,78 statt 1,85 zu 1 zu sehen war und dass man hier ganz offensichtlich noch ein ganz altes Master aus dem Archiv geholt hat, das damals wahrscheinlich abgetastet und angefertigt wurde für die DVD-Veröffentlichungen des Films. Das ist natürlich mittlerweile überholt, genauso wie auch bei Robo-Jocks hat Arrow Video damals für ihr Empire Boxset einen neuen Transfer angefertigt, wofür das Original 35mm Kameranegativ in 4K Auflösung bei der Company 3 in Los Angeles eingescannt wurde und dann das Color Grading und die Restauration in 2K Auflösung bei den Restore, also R3 Store Studios durchgeführt wurde. Dazu musste allerdings trotzdem noch ein weiteres Standard 2K also HD Feature Master von MGM herangezogen werden, um eben vereinzelte Elemente von den verschiedenen Schnittfassungen noch dazu zu bringen. Deswegen gibt es natürlich auch den ein oder anderen qualitativen Unterschied, wobei der Großteil von dem Film hier in absolut phänomenaler Qualität vorliegt. Das liegt nämlich auch daran, dass Wicked Vision hier zwar drei Schnittfassungen von dem Film mit an Bord hat, sie allerdings mit Seamless Branching auf die Disc geholt hat. Das bedeutet, dass quasi die Filmdateien aufgesplittet sind auf der Disc und sich quasi das Skript der Blu-ray immer zusammenbastelt, welche Videodateien er jetzt braucht für die aktuell abgespielte Fassung. Das hat den großen Vorteil, dass doppeltes Bildmaterial, das in allen verschiedenen Fassungen vorkommt, deswegen nur einmal auf der Disc abgespeichert werden muss und deswegen diese verschiedenen Fassungen nicht unnötig viel Speicherplatz fressen und man nämlich deswegen nicht für die drei verschiedenen Schnittfassungen bestenfalls mehr 10 GB oder so auf der Disc zur Verfügung hat, sondern wirklich dem Encoder auch die Möglichkeit geben konnte, sich hier richtig zu entfalten und keine Spuren seiner Arbeit zu hinterlassen. Dabei hat man auch dieses Mal wieder auf die großartige Arbeit von LSP Medien gesetzt, die auch hier, finde ich, wieder ganz toll dieses Disc-Encoding hinbekommen haben und hier einen Transfer liefern, der fernab und frei ist von irgendwelchen digitalen Anomalien und Störungen. Was man bei dem Film Dungeon Meister natürlich ganz besonders auch bei diesem neuen 2K Master erkennt, ist, wie damals bei Empire gearbeitet wurde. Natürlich sieht man bei den sogenannten Composite Shots, wo man eben quasi zwei verschiedene Bildmaterialien zusammenkopiert hat, ganz besonders deutlich, dass durch das noch einmal extra Kopieren in diesem Fall der Detailgrad abgesunken ist, natürlich doppeltes Grain dazugekommen ist und diese Einstellungen einfach etwas grober wirken. Das ist bei den Special Effect Sequenzen, bei Überblendungen und so weiter. Das ist aber früher bei so gut wie jedem Film, bei dem eben so mit dem photochemischen Prozess gearbeitet wurde, so zu sehen war, ist allerdings eben hier besonders deutlich. Dazu hat man natürlich eben auch in den etwas schlechter belichteten Sequenzen etwas intensiveres Grain noch mit im Bild, aber trotzdem muss man sagen, dass vor allem, wenn sich dieser Film etwas heller und greller präsentiert, beziehungsweise zum Beispiel unter Tageslicht gedreht wurde, die Bildqualität absolut atemberaubend ist. Gerade Farben wie Blau, Grün, Rot stechen förmlich aus dem Fernseher, dabei allerdings ohne jemals irgendwie aufdringlich zu wirken. Man hat, finde ich, grundsätzlich eine wunderschöne Schärfe, eine tolle Detailzeichnung, natürliche wie dynamische Farb- und Kontrastwiedergabe und das, was mir persönlich auch ganz besonders wichtig ist bei einem 40 Jahre alten Film, ist, dass man die Grain-Intensität und Struktur unangetastet gelassen hat. Der Film bietet zwar keinerlei Störungen wie Dropouts, Artefakte, Staubkörner, Risse, Kratzer, sonst was, ist allerdings in seiner Grainstruktur wunderschön intakt und organisch, so dass man hier ganz sicher nicht mit irgendeinem auffälligen DNR-Radierer drüber gefahren ist und quasi einen kleinen Ausflug nach Madame Tussaud-Land gemacht hat. Deswegen muss man sagen, für einen analog im Jahr 1984 gedrehten Film ist die Bildqualität hier von Dungeon Master wirklich absolut fantastisch. Und ich muss zugeben, The Dungeon Master ist ein Film, dem sein Ruf irgendwie vorauseilt. Vor allem für einen,
Internet. Methusalem wie mich mittlerweile schon, der sich Reviews beispielsweise von Dr. Insano noch angeschaut hat zu diesem Film und sich irgendwie die ganze Zeit gedacht hat, das kann ja alles nicht wahr sein, bis heute aber trotzdem nicht die Chance hatte, den Film tatsächlich so zu sehen, wie er damals produziert wurde. Denn Herrscher der Hölle ist zwar im deutschsprachigen Raum von CBS und Fox Video damals veröffentlicht worden mit eben geringfügigen Abweichungen zur Pre-Release-Fassung, aber ist dann niemals im digitalen Zeitalter gelandet. Da musste man bis ins Jahr 2024 warten, bis sich Wicked Vision des Titels angenommen hat und Dungeon Master aka Herrscher der Hölle endlich auch hierzulande eine liebevolle HD-Veröffentlichung spendiert bekommen hat. Die bietet großartige Bildqualität, wie auch die zuletzt veröffentlichte und neu abgetastete Version von Arrow Video bietet allerdings mehr Bonusmaterial als Arrow Video, weil zusätzlich zu dem kompletten Arrow Video Bonusmaterial auch noch das alte Interview mit Peter Manoogian von Shout Factory mit dabei ist und außerdem noch ein exklusiver Audiokommentar eingesprochen wurde. Das finde ich persönlich absolut großartig, das gepaart mit drei wunderschön gestalteten Mediabooks, wobei ich mich in dem Fall ganz besonders schwer entscheiden kann zwischen dieser fantastischen neuen Wraparound-Zeichnung von Chris Barnes, ein Konzept, das man, finde ich, unbedingt noch so weiterführen soll, oder aber dem alten klassischen Videocover. Das ist natürlich absolut hervorragend, hier die Wahl zu haben. Inhaltlich sind alle Mediabooks identisch, aber für mich ist Herrscher der Hölle und Dungeon Master einer der lang erwartetsten Trash-Film-Releases, seit ich im Internet aktiv bin, und deswegen freue ich mich über diese Veröffentlichung wirklich ganz besonders.